So, hier können jetzt wieder... Ja, bitte. Hier können jetzt wieder Zweier auftauchen, ne? Ich rechne einfach damit. Ne, kommt nur einer. Der andere hat wahrscheinlich kein Glasfaser. Der hat kein Glasfaser. Es fehlt an Bandbreite. Ja. Der kriegt überhaupt nicht mit, was hier los ist. Und deswegen bleibt er da stehen. Also wenn sie einen macht, den anderen gemeuchelt. Ja, da sieht man, wie wichtig eine gute Internetverbindung ist. Ja, bei euch hängen ja auch noch mehrere an, an dem einen Kabel, ne? Ja, ja, das ist hier in guter Benutzung, sag ich mal. Was wir hier im Monat an Traffic haben, das sind, glaube ich, weiß ich nicht, können auch mal über 200 Gigabyte sein. Natürlich vor allem so Sachen wie YouTube und Twitch und sowas, die verbrauchen auch alle ziemlich viel. Und wenn man dann gleichzeitig noch uploaden will... Oh. Ich würde ja auch gerne mal so einen Livestream machen irgendwann, aber das ist absolut nicht machbar mit der Infrastruktur hier. Ich habe es ausprobiert, also selbst mit niedrigsten Auflösungen und niedrigsten Bitraten sind da immer noch jede Menge Frames, die dann verloren gehen unterwegs. Das lohnt nicht. Da muss man echt warten, bis hier das 21. Jahrhundert mal einschlägt. Was sagen deine Siegel? Ich bin schon bei über 30. Ab 32. Was war nochmal das, das günstigste? Kriegte man für 26 schon irgendwas? Oder brauchte man dafür 30? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber bleib mal jedenfalls einen Augenblick hier sitzen. Ja, wenn du gerade Pause machst, dann können wir doch eben rasch mal hinrennen und nachgucken. Was meinst du? Ja, meinetwegen, wenn wir da... Okay, warte mal. So, jetzt habe ich mich gesickt jetzt. Alles klar. SmeeUp reached Realm Rank 3L5 in Breifine. Ja, grazie SmeeUp oder SmeeUp, SmeeUp, keine Ahnung. SmeeUp. Werden wir verfolgt? Ja, aber die kriegen uns nie. Niemals! PvE has claimed Leonis Keep. Ah, ich wollte doch nach Huesme gucken. Habe ich in der letzten Folge ganz vergessen. So, wo gab's denn das Zeug? Ich glaube bei dem hier, ne? Nee, hier war das nicht. Ich glaube, das war bei dem hier in der Nische. Seite 3, auf Seite 3, genau. Ab 28 gibt's einen Ring. Was hab ich denn für Ringe? Der ist Level 10, das ist Mighty Rap. Ich erinnere mich noch, wo wir den gekriegt haben. Ganz, ganz lang ist es her. Bei diesem komischen Ungedom. Pass auf, Brause, ich hol mir so einen Ring. Und ja, dann gebe ich dir so viele Dinger, wie du noch brauchst. Wie viel hast du so gesagt? 26? 26 habe ich. Okay, dann mache ich hier jetzt mal... wie konnte man nochmal... Ging das mit Schiff? Nein, ging das mit... Nein? So. 2. Auf den Browser gedrückt. Ich drücke auf Accept. Und dann ist alles weg. Vielleicht habe ich doch auf den falschen gedrückt, aber jetzt? Mach nochmal. Nee, nee, du hast die. Du hast die gekriegt. Ich hab's denn nicht mehr. Also. Dann gucke ich mal, ob hier irgendwas bei mir angekommen ist. Ja, oder kauf dir einfach den Ring.
Du hast gleich ihn. Ah, ja. Das heißt, der Ring, der wäre gut für mich auch. Egal, wa? Das ist der einzige, den du leisten kannst. Hauptsache ein Ring. Stärke und Trefferpunkte. Ja, Trefferpunkte sind immer gut und Stärke kannst du, dann kannst du halt mehr tragen. Ach, aber also immer. Kannst die ganzen Siegel tragen, die wir hier finden. Ich weiß nicht, ob einer von den Händlern auch im Prinzip andere Schmuckteile zur Auswahl hätte. Aber wahrscheinlich nichts, was wir uns mit unseren Siegeln kaufen können. Jetzt ist es sowieso zu spät. Ja, jetzt hast du schon... Hier, der hat andere, aber der braucht, glaube ich, Diamantsiegel. Aber vielleicht kann ich dem hier mein bisschen was verkaufen, wa? Ja, das können wir ausprobieren hier, diese ganzen... Zum Beispiel den alten Ring. Ja, den können wir schon mal... Ah, ging nicht. Doch, ist schon ein bisschen leck. Tinderbox behalte ich. Da Käferbeine habe ich noch jede Menge. Ja, ich verkaufe hier diese Skulls, diese komischen. Ja, die habe ich auch verkauft. So. Multi-Realm Staff, Walzin. The lag is again the backup ISP into the data center. Ponytelecom.eu Server is fine. Ponytelecom ist ein Internetanbieter. Okay. Ey, jetzt renn mich nicht weg, du. Achso, sorry. Auf einmal war mein Händler hier außen. Ich dachte, du hättest inzwischen alles verkauft. Ach. Das geht doch ratzfatz. Einmal Maus drauf, Shift S. Nächstes Maus drauf, Shift S. Ja. Ich transportiere die alle schön sorgfältig rüber und... Du bist oldschool, ne? Du machst das noch über Textkommandos. Ja. Cell... Row 2 Slot 4. Nein, Leute, nicht aus. Jetzt kannst du. Jetzt renn los. Alles klar. Zurück zu unserem angestammten Platz. Hier ist inzwischen alles grau, ne? Hier gibt's nichts mehr, was uns irgendwie was will. Nee. Ich meine, hier oben sind auch Dinger. Die können wir auch erstmal nehmen. Vielleicht haben die noch einen etwas höheren Lagerbonus als die, die wir unten schon gefarmt haben. Renn direkt rein. Bringen Sie alle mit. Ja, ich bin so im Kreis gelaufen und dachte... Mariellchen, Mariellchen. Ja, zu weit gestanden. Er hat aber einen Narren an dir gefressen. War komisch, dass ich von diesem Leck so betroffen bin und nicht. Bei mir leckt nichts. Alles trocken hier. Wahrscheinlich, weil du bei der Telekom bist, wird das irgendwie anders geroutet oder so. Keine Ahnung. Na, jetzt aber? Ja, jetzt aber. Wie elegant ich mal ausweiche, ne? Ganz elegant. Bin also da sehr angetan von. Ja. Also viel Eleganz. Der Fiend ist davon auch ganz angetan. Kamen die eigentlich immer einzeln? Oder kamen die hier auch mal? Ich meine, hier sind sie sogar mal zu dritt gekommen irgendwann. Oder bilde ich mir das ein? Ja, von meinen Sachen hat hier einer so einen AED-Effekt. Und wenn ich den, da, guck mal hier von den kleinen Stinkern. Das war der AED-Effekt. Wenn du willst, darfst du dich mit dem kleinen prügeln, während ich hier den großen umhaue. Aber ich habe da nicht so viel. Ich merke da nicht so direkt, dass der groß Schaden anrichtet da. Wahrscheinlich hast du irgendwie noch so einen Level 1-Hammer ausgerüstet. Wahrscheinlich.
Vielleicht hätten wir dir eine bessere Waffe kaufen sollen. Wahrscheinlich, aber... Ich kann das hier auch überlassen. Der ist aber zäh, ne? Also selbst bei mir hat der ziemlich lange überlebt. Achso, ich habe auch den falschen Chant wieder an. Das erklärt natürlich einiges. Ich glaube, der hat widerstanden. Ich habe dieses weiße Wölkchen über seinem Kopf gesehen. So, jetzt aber. Komm, 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 komm. Ach, Mist. Ist doch dein Mana auch. Ja, geht. Geht. Aber jetzt kommen ein paar Ameisen mit. Fürchte ich. Gib's doch zu, du prügelst dich gerne mit denen. Das sind endlich mal Gegner, die sind kleiner als du. Ja. Selbst wenn du sitzt. So, die haben inzwischen alle noch genau 0 Siegel gedroppt. Ziehen wir mal weiter. Ich wollte schon sagen, hier ist das Schönste weg. Alles abgeerntet. So, hier ist doch auch ein Fleckchen. Bestimmt auch lustiger, denn hier kommen öfter mal welche noch von hinten dazu. Du hast auch häufiger zwei. Oder was auch sonst noch passieren könnte. Also die Dramatik ein bisschen noch zu steigern. Es kommen zwei, von hinten kommt ein Ed und ich hab Leck und fliege raus. Ja. Das ist so quasi der Worst Case. Also im Prinzip. Fast das, was vorhin passiert ist. Aber Browser hat es ja noch geschafft. Durch sehr geschicktes Verhalten, das darfst du nicht dabei sagen. In der Folge davor, durch sehr geschicktes Verhalten, ist es ihm gelungen, die bösen Angreifer loszuwerden. Und als ich dann wieder dem Spiel beigetreten bin, ist es mir gelungen, sämtliche überlebenden Feinde, und das waren einige, zu wieder erledigen. Loszuwerden. Ich glaube, das habt ihr auch gesehen, ne? Genau, das haben wir wieder aufgenommen. Aber du musst aber auch dabei sagen, nur weil ich die so schön geliefert habe. Das hast du auch sehr gut gemacht. So richtig schön in der Polonaise kamen sie an. Da sind einem richtig die Löcher aus dem Käse geflogen. Genau, so war es nämlich gewesen. Ja, Brause, es wurde übrigens angefragt in den Kommentaren, wie alt du denn seist. So irgendwo zwischen 40 und 50. Wäre die Vermutung. Man hat versucht, dein Alter zu ergründen und schätzt dich auf 40 bis 50. Ist doch super. Oh, also war sehr freundlich. Ja, ne? Jawohl. Das ist auch Zahlen, gibt die vorne eine 1 haben und dahinter zwei Nullen, müssen die gar nicht, wa? Was ist denn los hier? Ich hatte ja irgendwie die stille Hoffnung, wir fliegen hier raus und können dann mal woanders hingehen. Aber irgendwie sind wir verdammt, hier zu bleiben. Bin ja wahrscheinlich auch der einzige Dark-Spieler,
der seinen Anschluss von der Bundeskanzlerin bezahlt kriegt. So gesehen müsstest du dich hier unten eigentlich wie zu Hause fühlen. Drittes Rentenausgleichsgesetz. Ja, andere Leute holen sich einen Rollstuhl oder Zahnersatz oder eine Brille. Ich brauche keine Brille, ich brauche keine Zähne, ich hab Dark Age. Wollen wir nochmal so einen kleinen Heal geben? Oh, der hat gut getan. Also jetzt hole ich den nächsten noch an und dann musst du den fertig machen, wenn ich mich dann auf der Front sitze. Ja, das schaffe ich. Der ist schon halb tot. Setz du dich mal ruhig hin. Hoho! Ach, noch einen Augenblick sitzen. Sitzen ja, machen. Ja. Ein bisschen wieder zu Kräften kommen. Ich habe ja auch Mana rausgehauen, wie bekloppt, sozusagen. Ja. Heißt, ich brauche mein Päuschen. Ja, ich sag mal, nach diesem Ding müssen wir auch Schluss machen, glaube ich. Ist schon wieder soweit? Oh. Haben wir drei Stück gemacht dann, oder? Nee, das ist erst das zweite. Ah, so. Oder wir machen dann ein kleines Päuschen und dann, Das ist aber, nee, das geht nicht. Ich muss morgen ziemlich früh raus. Mal schlecht, wenn der Wecker klingelt und es steht eine 5 vorne dran. Ja. Oh, ja, da kommen zwei. Ich will den hinteren. Nein, oh, falsch gedrückt. So. Da habe ich erst den. Weißt du was, Brause? Route den nicht. Zu spät. Route ihn nicht. Na? Ich habe den gerade gesnared und ich glaube, Snare und Route sind auf dem gleichen Cooldown. Das heißt, du würdest ihn quasi aus dem Metz rausholen, aber er wäre dann nicht geroutet. Also. Zumindest ist das eine Möglichkeit, aber jetzt ist es auch egal. Dann siehst du wieder damit klar, Gops. Wir können ja zum Ausgleich die Folge noch ein kleines bisschen länger machen, dann machen wir nicht direkt einen. Ja, ja, klar. Also das war halt das Problem, wir waren halt gerade davor noch in Arcage unterwegs. Ich weiß immer noch nicht, wie man das eigentlich korrekt ausspricht, ich sag immer Arcage. Arcage und Dark Age. Passt ja gut zusammen. Ja. Ja, und da haben wir halt ziemlich viel Zeit gebraucht, um alles Mögliche schon mal vorzubereiten. Danke sehr. Was sind das eigentlich für fliegende Gesellen hier über uns? Das ist nichts, was man angreifen kann, ne? Vor allem nichts, was uns angreifen kann. Na, ja, glaube ich nicht, ne? Die sind wohl übergeblieben vom letzten Halloween oder so. Die haben ihre Süßigkeiten nicht gekriegt. Ach, guck mal, hier ist auch einer. Und der hat sich ja die ganze Zeit da versteckt, wa? So geht das nicht. Deine Lumpmund. Der Schuft. So, der fettes Wechselbein. Doch, dann neigt er das Köpfchen. No. So, gab's inzwischen. Oh, ein Siegel habe ich bekommen. Du hast schon eins, warte, guck ich mal bei mir. Ich habe schon drei. Boah. Pause. Wow. Sind wir fast gleich auf. Wenn ich hier den Chat richtig interpretiere, bereiten die gerade ein Relikt-Raid vor.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ich freue mich schon darauf, wenn wir mal irgendwann groß genug sind, um dabei mitzumachen. Oh, dann wehen ja ganz andere Winde. Nick Gümperlein. Na, jetzt hau doch. Mann. Oh oh. Okay, ich bin wieder da. Wir kriegen gleich schon unseren Wipe, aber da ist hier irgendwie ein komisches Leck dran schuld. Ich sehe es schon kommen. Ratte, du bist schuld. Ratte. Hm? Ach, die kleine Mini-Ratte da. Knabbert wahrscheinlich die Kabel an. Dadurch kommen die Lecks zustande. Ja. Also mein Damage-Add macht immer noch ordentlich Schaden. Aber so wie früher ist das nicht mehr. Tja. Damals. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da hat quasi der Damage-Add, das war glaube ich der von dir, der so gut war, hat meinen Schaden quasi verdoppelt. Und jetzt sind das vielleicht so 20% oder so, die da drauf kommen. Gut, ist immerhin auch noch was. Wer will sich da beschweren? 20% extra Schaden. Muss ich eigentlich mal meinen Hammer irgendwann mal wieder reparieren? 97%, ja, bei nächster Gelegenheit, wenn ich irgendwo ein Spiel sehe, drücke ich ihm das Ding mal in die Hand, soll er heil machen. Mech fettig. Jo. Wie der Fachmann sagen würde. Bau. 5 Siegel habe ich jetzt. Lass mich überholen. Ich habe nur noch 4. Ja, nee. Also ich habe dich nicht überholt, weil ich habe hier mit 3 wieder angefangen. Ich habe jetzt 2 Siegel dazu bekommen und du hast 4 Siegel dazu bekommen. Wodurch ich dir immer noch um 1 Siegel voraus bin. Da, pariert. Ich erinnere mich immer noch an den schönen Tag, als ich den Infi pariert habe. Immerhin einen Schlag habe ich pariert. Auch ein bisschen Verschnaufung. Naja. Soll ich mal einpullen? Komm, ich pull mal ein. Der kommt auch alleine. Ja, komm, jawohl. Also du kannst in aller Seelenruhe chillen, dich ausruhen, zu Kräften kommen. Ich hab das hier alles im Griff. Na gut. Wunderbar. Da ist wieder einer. Ich hab gepult. Oh. Da haben wir Glück gehabt. Ja, ich hab's extra noch ganz schnell gesagt. Naja. Na? Damit das aber harmoniert, heißt das, dass zu dem schnellen Sagen
auch das schnelle Verstehen kommt. Und da bin ich ein bisschen träger. Ich habe extra laut gesprochen. Sechs Siegel habe ich jetzt. Und halbes Level auch schon wieder voll. Was für Level habe ich eigentlich? 29? Boah, dann bin ich ja schon gleich 30. Ich würde sagen, wir machen doch langsam, aber sicher Fortschritte. Ja. Das lässt sich einfach nicht abstreiten. Aha. Ach, der ist blau. Jetzt kommen, glaube ich, wieder zwei. Wir können ja gleich nochmal ganz runter gehen, soweit wie wir gekommen sind. Uns dann anschauen, ob die, die vorher lila waren, die jetzt vielleicht rot geworden sind. Vor Scham. Ja. Na, hau zu. Komm, da gehen wir mal eben gucken. So schön mittig halten. Jetzt ein bisschen links, aber nicht zu links. Ein bisschen wieder rechts. Ah, einer ist trotzdem. Drei ist trotzdem mitgekommen. Wir sind ja grün, also das ist keine. Keine raus, das sind alles Veganer. Kannst du deinen, der AE-Schaden macht, glaube ich, gut einsetzen, wenn da so ein Pulch kommt. Okay, hat sich erledigt mit dem AE-Schaden. Oh, da kommt ja was angerannt. Komm vorbei. War das ein Leckschatten? Ich glaube, das war ein Leckschatten. Ja, das war ein kleines Kind oder sowas. Sagst du. So, die sind ganz normal. Und diese Fliegen. Ach, oh, guck mal, Ora. Ora sind die. Und was sind das dafür? Die sind auch. Ne, die sind. Oh, die sind lila. Also unten diese komische Wacken sind. Lila, aber guck mal da oben. Rot und die sind rot. Guck mal, ob du einen erreichst mit deinem Bolzen. Einen roten. Oder einen orangen, egal. Einfach das, was am nächsten ist, was du mit deinem Bolzen erreichst. Der Ui, kommt ja schon. Ja, schon ja war leck. Was für Siegel droppen? Vielleicht droppen die schon quasi das nächste Siegel-Level. Bin mir nur nicht sicher, ob das gut wäre oder schlecht. Na nun, dann werden wir wieder umkehren und noch so zwei, drei. Ja, das war ziemlich zäh, ne? Ja, der ist zäh, das ist klar. Saphir-Siegel, tatsächlich. Ich habe Saphir-Siegel. Ich habe ein Saphir-Siegel bekommen. Ich nicht. Okay, das ist wahrscheinlich nicht gut. Denn wir haben ja noch nicht mal den Schmuck von den Smart-Siegeln. Ja. Wir haben ja hier haben wir ja noch eine riesige Auswahl an Opfern, ne? Ja. Kann man sich eigentlich hier? Hier steht man sicher, ne? Ja, danke doch. Den Dohin ranhalen. Bitte? Hol einen ran.
Aber da setze ich meinen den zweiten mit dem AE-Schein etwas. Ja, sei da, ein, ne? Sei da etwas vorsichtig mit. So, sehr schön. Ja, okay, holen wir noch mal einen. Aber sollen wir den wirklich so lange das Marktsiegel farmen, bis wir den kompletten Schmuck haben? Nee. Nee, das wäre doch irgendwie blöd. Wir haben ja noch Plätze frei, ob wir nun den Ring von der einen Sorte und der, ja, oder von der anderen Sorte. Das macht ja, die werden ja nicht schlechter, sondern eher besser. Ja. Und wenn wir jetzt, wenn uns jetzt noch zwei oder fünf Siegel fehlten für die, den nächsten Ring von der alten Sorte, ne? Mhm. Dann hätte ich gesagt, lass uns umdrehen und wir hauen jetzt so lange, bis wir dann die Siegel auch ausgeben können, ne? Ja. Aber, ne? Doch, da hast du recht. Ich habe 8 Stück von der Sorte, von der anderen. Weiß nicht, wir können ja nachher noch irgendwann ein bisschen hier stehen bleiben, aber. Aber ich glaube, das dauert ganz bestimmt noch 3 Abende, bis wir hier mit der 28 Stück voll haben, ne? Ja, das glaube ich aber auch. Aber so lange werden wir wahrscheinlich gar nicht überleben, und dann hat sich die Frage eh erübrigt, weil wir dann erstmal woanders hingehen. Ja. Und wenn wir dann zurückkommen, dann sind wir wahrscheinlich groß genug, um sowieso schon die höheren Siegel zu farmen. Okay. Warte, jetzt habe ich einen gepult. Jetzt den müssen wir noch. Den müssen wir noch machen. Der hilft alles nichts. Man muss ja auch vor seinem Feind Respekt haben. Wenn er sich die Mühe macht, hier rübergerannt zu kommen, können wir nicht einfach sagen, wir checken out. Erweisen wir ihm die Ehre. Ja, das gehört sich so. Sehr schön und Ramba Zamba. Ich glaube zwar auch in der Geschichte gab es diesen Ehrenkodex mit ehrenhaften Verhalten, auch mehr nur so bei Schrift. Was machst du denn? So im Schriftkram. Ich dachte, hier oben ständen wir noch besser, aber da kommen wir nicht ganz hin. Ja, das kann sein. Aber hier ist ja auch gut. Gut, dann loggen wir mal aus, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sehen uns vielleicht auch irgendwann mal in ArcAge. Ja. Und bis dahin, macht's gut. Und bye bye. Tschüss. Tschüss.